Guten Morgen. Leiwa haben wir schon vor, da haben wir Jesu kommen, na die, na ich danke dir für deine Leib und für deine Güte. Und ich bete einfach, dass die uns helfen, dass wir durchgehen und so zu arbeiten. Dass wir uns selbst zu sein schreien, dass wir an die Sache arbeiten, was die uns wissen lässt. Und dass wir wirklich fruchtbare Christe worden sind. Im Namen Jesu. Amen. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, bring euch Frucht. Das ist mein Leben, bitte, das Samenkorn, was auf dem Waschfeld vom Diebel wasche, Nummer wird. Das ist das Nächste, was auf Stein im Boden fällt. Das heißt in Vers 20, wie felsiger Boden ist ein Mensch, der die Botschaft hört und mit großer Begeisterung annimmt, aber sein Glaube hat keine starken Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Wenn dieser Mensch wegen seines Glaubens in Schwierigkeiten gerät oder gar verfolgt wird, wendet er sich wieder von Gott ab. Also, was macht wie deine an dort die Steine der Wascherin-Tore? Ich glaube, die Steine dort haft mit der Vergangenheit deine einfach mit Sachen abriemen. Was uns immer war der Trigger bewählen in der Vergangenheit. Er macht wie Klon im Schritt bringen, dass du nicht mehr als Chain bohnt, mehr als was uns durch den Treit. Bechane und frei waren und wertig an unseren Glauben arbeiten. Alles reinmachen, an so wertig ganz rein, als dass er zu der Deib nennen fällt, dass Wut der Deib nennen fällt. Und dass, wenn dann schwere Tide kommen, man hier zu folgen bei den Menschen, die sagen, dass wir beten. Ich sage, sie sagen, bejestet, aber dann in Städtchen, wenn Verfolgung kommt, dann sagen sie, wie euch hat das viel besser, als euch nicht Christ. Wie dann, wenn wir das ein Jahr nicht. Und dann meine Anleibige Freund wäre viel besser als diese Gemeindeglieder. Und dann, ich glaube, dort sind die Steine, woran viele Schiffbruch erleiden. Und die Steine macht wie Wasch riemen. All die Argumente, die uns dem Glauben stehlen. Und dazu in unserem Hort, was Jesus durch geplant hat, steigt. Möcht Gott uns Erkenntnis geben, damit wir dort Wasch riemen, dass wir auch in Verfolgungstide, in schwere Tide, in Schwierigkeiten, im Glauben fester worden steht, im Glauben verliert, Herr. Ich bete, dass du uns wisst, ob ein Wort du uns erinnert hast, und help uns die Sache, was dir immer, was uns dem Glauben immer wieder erhoben, die Argumente, oder vielleicht auch Lebensstil, wo wir erst einmal bei dir gelebt haben, dass wir wirklich alles um Schritt aufschneiden, Herr, und dass ans Wort rennen, ans Baden rennen, dorthin, wo du abgehst, und Frucht bringt, bei deiner Ewigkeit im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.